So schaut mich gerade einer meiner Söhne an. In der Küche sind Mäuse, Mücken im Schlafzimmer und die Katze liegt am Lager. Ich bin der alte Knackerschmatz aus dem rostigen Städtchen. Na, Lenkbach. Im Wienerall. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Der Neulenkbach, 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 Neulenkbach. Flock, flock, flog, 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 Neulenkbach, flog. Ich habe gerade 23 Minuten und 40 Sekunden mit 3 telefoniert, also Hutchinson. Was nicht ganz stimmt, denn ich habe hauptsächlich mit dem Tonband geturtelt, kann man sagen. Ich rufe da dann als Kunde, gebe schon vorab mein Kundenkennwort ein. Das System weiß, wer ich bin. Ich lande bei der falschen Abteilung. Das heißt, im Privatbereich, im Businesskunde. Der verbindet mich dann irgendwo anders hin. Die Dame sagt, warum sind Sie denn jetzt bei mir? Ich verbinde sie mal weiter. Da warte ich dann wieder eine Weile. Dann hebt wer ab und sagt, ja, ich weiß ja nicht mal, welche Rufnummer Sie haben. Ich dachte immer, eins ist schlimm. Drei ist noch schlimmer. Wow. Aber ist ja klar, im Sommer kann das Telefonieren nicht funktionieren. Das funktioniert ja im Winter. Ich bin hochgradig entsetzt, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, vor allem, da die Preise ja stetig steigern und die Firma 3 keine Hemmungen hat, alte Verträge einfach zu verändern. Wow, kein gutes Zeugnis. Da gibt es auch ein schönes Video von einem 3-Shop. Vielleicht schaut euch das mal an. Mittelprächtiger Tag, super Wetter, nicht zu heiß, nicht zu kalt, viel Sonne. Ich habe in der Werkstatt ein bisschen gearbeitet, darum bin ich ziemlich bestaubt. Ein Kind ist bereits sauber gemacht und am Ofen steht, Herd steht, die Ochsenaugensuppenreste, die Schupfnudelnreste und die Currykartoffelreste, die es heute zu essen gibt. Und wenn das zu wenig ist, und das wird zu wenig sein, gibt es noch die Brotreste. Und da werde ich noch irgendwas dazu machen. Schauen wir mal, was noch im Kühlschrank ist. So machen wir das. Und jetzt aber hurtig, die Kinder haben Hunger, ich auch. Und ein Kind ist schon am Kippen. So geht's dahin. Die Covid-Zahlen und Fakten vom 7.06.2021, 259 laborbestätigte Fälle, 7 Verstorbene und 364 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz ist bei 27,8, 643.043 laborbestätigte Fälle, 11.124 aktive Fälle, 284 im Spital ohne Intensiv, 144 auf der Intensiv, 45.278.379 durchgeführte Testungen, 10.383 Verstorbene und 621.536 Genesene. Die letzten 4 Tage im Vergleich. Der 3.6. mit 352 laborbestätigten Fällen, der 4.6. mit 301 laborbestätigten Fällen, der 5.6. mit 338 laborbestätigten Fällen, der 6.6. mit 323 laborbestätigten Fällen. Vorsicht, Sarkasmus. Jetzt wird alles gut, die FPÖ hat einen super tollen neuen Chef, einen Herrn Kickl. Besser kann's nicht sein. Der Untergang Österreichs ist nahe. Ich spüre schon in der Familie, die löst sich schon voll und zu überhaupt konkret auf. Einige machen keine Hausübungen mehr, andere wischen sich den Hintern nicht ab, die Dritten waschen sich die Hände nicht und die Vierten, über die reden wir gar nicht erst. Das einzige Positive in meiner Familie ist meine liebe Frau. Und die Mäuse und Ratten fressen uns auf. Ja, das hat jetzt weniger mit der FPÖ, wobei, vielleicht hängt es doch zusammen. Man weiß es ja nicht. Wobei, was wäre besser? Welche Farbe hat die Maus? Grau. Welche Partei ist denn grau? Die Grauen gründen meine Partei. Die Grauen. Das machen wir. Wir gründen jetzt die eitle graue Partei. Die graue Eitelpartei. Die G
GEP. GEP. Ich bin der GEP. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin inzwischen bei Star Trek Enterprise. Zum Thema, wie klein ist die Welt, werde ich von und zu euch erzählen. Meine Frau, ihres Zeichens mit Wiener Stammbaum, höchst offiziell und überhaupt und Meldung und was dazugehört, hat in Wien die eine oder andere Bekanntschaft aus vergangenen Zeiten. Ich, meines Erachtens ein St. Pöltener Stammbaum mit Wohnort Neulenkbach, habe den einen oder anderen Vergangenheitsbekannten im Bereich Flipper. Stellt euch vor, unlängst kommt die Freundin von meiner Frau von und zu aus Wien und hat einen Kerl im Schlepptau und ich denke mir, den kenne ich doch von irgendwoher. Ein Flipper-Mensch. Haben sich die gefunden? Ich will jetzt nicht wissen, wie das abgelaufen ist und welche illegalen Dinge da abgerannt sind dabei. So klein ist die Welt. In einem Ländle mit 8 Millionen Einwohnern kommen zwei zusammen, die beide hier kennen. Org, oder? Und weil die Welt, was war das zweite mit der kleinen Welt? So habe ich es vergessen. So klein ist die Welt, ich vergesse es. Was wollte ich noch erzählen? Noch so das kleine Weltding. Ja, ich habe ja da meine Star Trek, ihr seht da den ganzen Kudelmudelhaufen. Ich war natürlich einer der Ersten und habe damit die Hardboxen, die Luxus-Editions von allen Star Treks und habe dafür um die 90 Euro pro Box gezahlt. Ah, ja, heute kostet die ganze Serie so viel. Oder auf Amazon Prime wahrscheinlich gar nichts und Netflix und Co. Jedenfalls habe ich ja das jetzt gerade am Rippen und tatsächlich ist in der Season 2 DVD 5 oder so von Deep Space Nine unmöglich das zu rippen. Mit Isobaster nur Fehler und von ganz schlimme Dinge. Habe ich mal so geguckt auf Willhaben, ob das Zeug jemand verkauft und schreibt da einen an und ich, so wie ich bin, ist da eh auf der DVD 2 die Folge so und so und so und so und so und so drauf. Sonst passt mir das ja nicht in meine Rippung. Und kommt die Antwort: Bist du der Daniel Schmatz aus Neulenkbach? Antwort ich: Ja. Mit meiner Signatur. Ist das ein Haberer, der jetzt in Wien wohnt und früher mal in Mariansbach gewohnt hat? So viel zum Thema kleine Welt. Wack, oder? Ja. Wisst ihr, was noch eine ganz kleine Welt ist? Die FPÖ, aber eine Welt für sich. Auch die ÖVP ist ein bisschen eine größere Welt, aber auch für sich. Und die SPÖ, die gibt es ja fast nicht mehr. Kann man das so sagen? Eine nette SPÖlerin hat mir zu mir gesagt, ja, ich bin die so und so von der SPÖ, wir waren mal eine große Partei. Die nehmen es mit Geigenhumor, so gehört das. Ich glaube, ich habe genug geschwatzt für heute, ich werde nochmal in die Werkstatt gehen und den jungen Mann fragen, wann schneidest du denn mal deine Zehennägel? Ich werde keine Antwort bekommen und wenn ich eine Antwort bekomme, ist das eine Lüge. So funktioniert das. Der Jüngste lügt uns auch voll an, also der Vierjährige, der hat halt Geschichten erzählt. Der ist mit dem Flugzeug nach Amerika auf ein Eis geflogen heute, mit der ganzen blauen Gruppe. Aber wollen wir jetzt nicht weiter darüber reden. Ich bin der alte Knackerschmatz aus dem Rostigen Städtchen Neulenkbach im Wienerwald und das ist unser Neulenkbach-Vlog und ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei.